dasding.de. Fünfmal die Woche Training, teils zweimal am Tag. Am Wochenende die Spiele in der U19-Bundesliga. Und alles für einen Traum. Profifußballer werden. Dafür arbeitet Niklas jeden Tag an der 1899-Akademie. Den krassen Leistungsdruck und Stress muss er wegstecken. Manchmal gibt es Tage, da denke ich mir, ja, jetzt schon wieder Training. Dann denke ich mir halt so, tust du dir das jetzt halt schon wieder an? Man muss halt auch in manchen Situationen seinen Schweinehund überwinden. Der Druck ist natürlich immer da, der Leistungsdruck ist da. Die Trainer haben viele Erwartungen an uns. Viele in unserem Alter wollen halt das schaffen und wollen das haben, was wir jetzt hier haben. Niklas ist 16, lebt im Internat und pendelt zwischen Realschule und Fußballplatz. Sein Stundenplan ist speziell an seine Trainingszeiten angepasst. Weil er heute Morgen auf den Platz ran musste, kann Niklas erst jetzt die französische Arbeit nachschreiben. Schule und Fußball zusammenzubekommen, ist für ihn nicht leicht. Ja, durch die vielen Fehltage halt auch mit dem Frühtraining und mit den DFB-Maßnahmen habe ich halt nicht so viel Zeit jetzt wie andere. Und deshalb tue ich die Schule schon in manchen Dingen halt ein bisschen vernachlässigen. Von manchen Lehrern habe ich wirklich die Unterstützung, wie von meinem Klassenlehrer und so. Aber bei manchen Lehrern habe ich so das Gefühl, die wollen halt ganz normalen Schulalltag und nicht, dass wir halt so ein bisschen, sage ich mal, die Extrawurst bekommen. A ship carrying 11,000 containers full of plastic toys and other Christmas goods made in China arrived at the docks in Felixstowe in Suffolk on the east coast of England yesterday. Viele sagen halt von meinen Mitschülern, ja, ihr habt voll das geile Leben, gar keinen Stress und so, aber wir müssen viel mehr leisten wie die anderen, körperlich zumindest. Auch wenn er durch Schule und Fußball doppelt belastet ist, Niklas will auf jeden Fall einen brauchbaren Abschluss machen. Ich werde erstmal den Weg nach der Realschule mit dem Fußball gehen. Und falls es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, man kann ja sein Fachabitur immer nachmachen. Aber hoffe mir mal das Beste, dass ich halt Profi werde, aber es ist ja keine Garantie. Andere essen nach der Schule zusammen mit ihrer Familie. Nach Hause gehen kann Niklas aber vergessen. Seine Familie und seine Freunde sieht er nur noch selten. Niklas muss für seinen Traum vom Profi einiges opfern. Manchmal ist der Gedanke schon da. Also da denke ich mir so, was machst du eigentlich, wenn du es nicht schaffst? Dann hast du deine Familie nicht bei dir gehabt in deiner Jugend, da hast du deine Freunde nicht bei dir, deine Alten. Dann hast du diesen ganzen Spaß, den die anderen immer haben, auch mal wegzugehen mit seinen Freunden, irgendwo feiern zu gehen. Das hast du halt nicht. Und da denkt man schon drüber nach, aber im Großen und Ganzen, wenn du es geschafft hast, dann lebst du halt ein Top-Leben. Auf der PlayStation zockt Niklas schon mit Manchester City und Real Madrid. Die Chance, dass er oder einer seiner rund 20 Mannschaftskollegen selbst mal so weit kommt, ist aber klein. Mit Willen, Talent und etwas Glück schafft es vielleicht einer von ihnen, dauerhaft in der ersten Bundesliga zu zocken. Ich bin eigentlich einer, der gibt nie auf, egal wie viel steht. Und ich bin halt knallhart gegen meinen Gegenspieler und auch im Training gegen meine Mitspieler. Das macht mir gar nichts aus, weil ich unterscheide halt gern neben Platz und auf dem Platz. Und auf dem Platz bin ich halt manchmal ein bisschen zu aggressiv. Und auch wenn Niklas und seine Kollegen zusammen in einer Mannschaft kicken, sie sind trotzdem auch Konkurrenten. Natürlich ist es so, es ist ein riesen Konkurrenzkampf bei uns, jeder will spielen. Und da ist schon so, da gönnt niemand jemand was. Also jeder will spielen, jeder will zeigen, wie gut er ist. Wie überall, ist ja in der Schule, im Beruf, überall gleich. Du willst ja immer der Beste sein. Niklas ist extrem diszipliniert und ehrgeizig. Deswegen spielt er auch schon in der Nationalmannschaft. Es ist halt immer was Schönes, so bei der Nationalmannschaft mit den Besten seines Jahrgangs zusammenzuspielen. Es macht auch Spaß. Wir sind eine super Truppe und ja, macht mich unendlich stolz. Also es gibt nichts Schöneres, wie den Adler auf der Brust zu tragen. U19 Bundesliga, Nationalmannschaft und einer der Besten seines Jahrgangs. Klingt als bisherige Karriere ziemlich geil. Abheben ist aber nicht. Also ich weiß noch, wo ich stehe. Ich weiß, dass ich nichts erreicht habe. Ich weiß, was ich erreichen will. Und dass wir hier so super Bedingungen haben, ist klasse. Aber ich denke nicht, dass wir jetzt schon was erreicht haben und sagen können, ja, ich bin schon abgehoben, ich bin schon an der Spitze von der Sonne. Und jetzt ist erstmal mein Ziel, mich für den Profikader zu empfehlen, Bundesliga-Profi zu werden. Und bevor ich das nicht geschafft habe, brauche ich gar nicht über die Nationalmannschaft reden. Natürlich ist mein Ziel, mal A-Nationalspieler zu werden, der beste Innenverteidiger der Welt. Von wem ist das Ziel nicht, aber
Ich denke, von Etappe zu denken ist besser. Das Ding.de